Einen wunderschönen guten Morgen. Ich würde gerne mit einem Gebet starten, bevor wir zum Wort kommen. Vater, ich danke dir für diesen neuen Tag. Ich danke dir, Herr, für alles, was du für uns heute vorbereitet hast, Herr. Danke dir, Herr, für alles, was du mit uns tun möchtest, Herr. Und bitte ich, Herr, dass du uns führst und leitest, Herr, unsere Gedanken, unser Verstand öffnest für dein Wort, unsere Herzen öffnest für neue Offenbarungen von dem, wer du bist und wer wir in dir sind, in Jesu Namen. Wir lieben dich, Herr. In Jesu Namen. Amen. Ich würde gerne den Psalm 23 lesen. Das ist wahrscheinlich der bekannteste Psalm in der Bibel. Und genau, ich würde gerne mit Vers 1 starten. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wandere durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ich habe diese Woche zwei Gespräche gehabt, die mich sehr berührt haben. Und eines der Gespräche war bei uns im Laden mit einem jungen Mann, der sich gerade entschieden hatte, dem Herrn wieder zu folgen und sein Leben wieder dem Herrn zu geben. Und er hat davon gesprochen, wie er immer wieder kurze Bibelstellen findet, in denen die ihn kurzzeitig beruhigen, die ihn kurzzeitig füllen, die ihn kurzzeitig Freude geben, aber es nicht lange anhält. Und dann hat er gemeint, dass er immer wieder zu Momenten kommt, wo er zur Bibel greifen muss und durchlesen muss und schauen muss, ob er irgendwo einen Vers findet, der ihn gerade ermutigt. Und er hat gefragt, aus welchem Grund liest du die Bibel? Und er hat gemeint, um mich zu stärken, um wieder Freude zu bekommen, um wieder mit Frieden gefüllt zu werden, was auch immer. Also er hat ein paar Schwierigkeiten, die er durchgeht. Und ich meine, das ist richtig gut, dass du zu dem Wort greifst. Aber ich habe eine Frage. Wenn du jetzt jemanden kennenlernst und sagst, hey, der Typ könnte mein Kumpel sein, das hat Potenzial für eine richtig starke Freundschaft. Du merkst aber, dass diese Person nur dann kommt, wenn sie etwas benötigt. Nur dann, wenn sie sich gut fühlen muss oder wenn sie kurz mal jemanden braucht zum Ausheulen. Was würdest du sagen? Sag ich wäre enttäuscht, weil das ist nicht, was Freundschaft ausmacht. Ist es möglich, dass du aus diesen Gründen und dass du die Beziehung mit Gott so führst? Er hat auch kurz nachgedacht und meinte, ist möglich. Also ich glaube, das ist genau das, was ich tue. Und ich meine, warum oder möchtest du vielleicht nicht die Art und Weise, die Bibel zu lesen, ändern? Und zwar die Bibel öffnen, um denjenigen kennenzulernen, der uns mit dem füllen kann, was wir brauchen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir zu Gott kommen, er nicht nur ein Gott ist, der kurz mal was auf Lager hat, um uns kurz was auszuhändigen und sagen, hier hast du kurz mal Freude, hier hast du kurz mal Frieden, ich möchte, dass du dich kurz mal frei fühlst, sondern ich bin der festen Überzeugung, dass Gott nicht nur hat, sondern er hat, weil er ist. Er ist Freude, Gott ist Frieden, Gott ist der Weg, Gott ist Wahrheit. Und ich glaube, dass wenn wir Gott so kennenlernen, viele von diesen Momenten, die wir haben, wo wir ängstlich sind, wo wir Panik haben, wo wir gewisse Dinge benötigen und sie vielleicht sogar bekommen, aber sie nur kurz anhalten. Sie würden nicht nur kurz anhalten, sondern sie werden langfristiger. Einfach weil wir nicht nur etwas bekommen von jemandem, an dem wir glauben, sondern wir würden denjenigen lebendig in uns haben, der es ist. Und ich glaube, dass er lebendig ist in uns, nur dass wir oft ihn nicht so kennen, wie er ist. Und ich finde es so schön, wie David hier, er sagt, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Und dann sagt er, und es ist so gut wie er, die ersten drei Verse sehen wir, spricht er über Gott, und ab Vers 4 spricht er zu Gott und sagt, und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Du bist bei mir. Ich fürchte kein Unglück. Es ist die schlimmste Situation in meinem Leben, aber ich fürchte kein Unglück, denn ich weiß, wer mit mir ist. Ich kenne diesen Gott. Ich gehe nicht nur zu dieser Person wie zu einer Apotheke und hole mir kurz mal meine Medizin ab, sondern er ist Leben in mir. Er ist derjenige, der alles ist, was ich benötige. Und ich möchte dich ermutigen, unseren Gott wirklich so kennenzulernen, dass wir die Bibel lesen, nicht nur um kurz mal ein Moment der Freude erfahren oder nicht nur kurz mal Frieden, Freiheit, was auch immer es ist, sondern dass wir Gott kennenlernen und verstehen, dass er es in uns ist. Es verlässt uns nicht, weil er lebendig in uns ist. Wir sind gefüllt mit seiner Gegenwart, mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Power. Und das ist das Evangelium. Es ist Gott, es ist Christus lebendig in uns. Es ist Christus gestorben für all die Sünden am Kreuz, die wir hätten tragen sollen. Die hat er nicht nur getragen, sondern die Bibel sagt, er wurde zur Sünde für uns, sodass wir zur Gerechtigkeit für ihn wurden. Und das ist das Evangelium. Wir sind frei und er ist lebendig in uns. Es ist eine Beziehung, die vorher nicht da war. Es ist eine Mauer, die abgebrochen wurde, die uns vorher getrennt hat. Das ist Gott. Es ist lebendig in uns und er ist mit uns alle Tage. Und ich wünsche es mir, dass ich Gott so kenne, wie er wirklich ist. Ich wünsche mir, dass ich sage, auch wenn ich wanderte durchs Tal des Todesschattens, selbst wenn ich weiß, es ist finster, selbst wenn ich weiß, ich bin vom Tod umringt, selbst wenn ich weiß, es ist gerade die krasseste Situation in meinem Leben, ich weiß, wer mit mir ist. So möchte ich Gott kennen. Ich möchte wissen, weil ich weiß, dass dieser Gott, er ist mit mir. Und Gott kann. Gott hat es vorher getan, Gott wird es wieder tun, weil er einfach Gott ist und er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und ich möchte dich ermutigen, wirklich öffne die Bibel und sag, Gott, ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte nicht nur über dich wissen, ich möchte nicht nur über die Versprechen wissen, die du für mich hast. Ich möchte nicht nur Psalmen kennen, sondern ich möchte dich kennen. Ich möchte den Gott der Psalmen kennen. Ich möchte den Gott der Versprechen kennen. Ich möchte den Gott der Zusagen kennen. Ich möchte diesen Gott, diesen Erlöser, ich will nicht nur seine Erlösung, sondern ich möchte den Erlöser in meinem Leben haben. Er sagt, kommt alle zu mir, die mühselig und beladen seid. Er sagt, lernt von mir. Es ist unglaublich, was Gott für uns hat. Die Beziehung, die Gott uns anbietet, ist unbeschreiblich. Das, was Gott für uns vorbereitet hat, das, was Gott am Kreuz für uns erobert hat, ist etwas, was wir nie komplett verstehen werden, aber wir mehr und mehr erleben können, wenn wir uns darauf einlassen. Und ich wünsche es mir so sehr, dass wir diesen Gott genauso kennenlernen. Und das zweite Gespräch, das ich hatte, war mit einer Dame bei uns in der Gemeinde. Und sie hat ein paar Situationen in ihrem Leben gehabt, wo sie gesagt hat, ich bin enttäuscht von Gott. Um ehrlich zu sein, ich hasse ihn. Da habe ich gemeint, wow, das sind starke Worte. Und sie hat es mir kurz erklärt und hat gesagt, hey, ich habe Gott um Hilfe gebeten und er hat nichts gemacht. Und ich muss zugeben, ich kenne diese Situationen und wir bitten Gott um etwas und hoffen, dass es genauso passiert, wie wir es uns vorstellen. Und es kommt Enttäuschung, weil wir Gott darum gebeten haben, sich unserem Plan anzuschließen. Statt dass wir Gott fragen, Gott, wie sieht dein Plan aus für mein Leben? Und wir uns dem anschließen. Und einfach erkennen, weil wir Gott so kennen, wie wir es gerade gesagt haben, wissen, wer er ist, wissen, dass er ein Gott der Wahrheit ist, wissen, dass er der Weg ist, wissen, dass er Leben ist und dass er gekommen ist, um Leben im Überfluss zu geben. Wenn wir diese Dinge wissen und wenn wir von dem überzeugt sind, weil wir ihn kennen, weil wir diese intime Beziehung mit ihm haben, wenn wir das haben und uns seinen Plänen anschließen, dann kommt keine Enttäuschung. Erstens, weil wir wissen, dass seine Pläne, sie sind größer, seine Gedanken sind höher, seine Träume sind besser. Es ist einfach, er ist und bleibt ein guter Gott. Er ist und bleibt ein Gott, der
der einen Plan und eine Absicht für unser Leben hat, der möchte, dass wir nicht nur planlos durchs Leben laufen, sondern wirklich mit, er hat uns aus einem Grund geschaffen. Er hat uns mit Talenten und Gaben geschaffen und er möchte, dass wir in ihnen aufblühen und er weiß, wo mein perfekter Platz ist. Er weiß, wo ich am besten wachsen werde, stärker werden werde. Und manchmal ist es so, dass also ohne Widerstand werden wir nicht stärker. Es ist deshalb gehen wir zum Fitness. Widerstand macht uns stärker. Wir hoffen oft, dass es im Glauben anders ist, dass wir in Büchern lesen und dass wir durch Situationen einfach smooth durchgehen und erhoffen, dass unser Glaube stärker wird. Aber es ist oft der Widerstand, der uns stärker macht. Und wir sind manchmal erschrocken und sagen, wow, Gott, wo bist du? Und er sagt, ich bin hier. Ich bin dein Coach, ich bin dein Trainer. Ich möchte, dass du mich so kennenlernst. Und wie David hier sagt, und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Hier spricht er davon, dass er umzingelt ist von Feinden. Und er sagt, und ich weiß, dass du immer noch der Gott bist, der vor mir einen Tisch bereitet. Und wir sind oft in diesem Schockmoment. Warte mal, warum bin ich umzingelt von Feinden? Hey, stopp. Warum wandere ich gerade durchs Tal des Todesschattens? Warum passieren diese Dinge mit mir? Statt einfach zu erkennen, er ist mit mir. Er ist alles, was ich in diesem Moment brauche. Egal, was für eine Phase wir im Leben durchmachen, er ist es. Und ich habe mit dieser Dame gesprochen und gesagt, ist es möglich, dass du versucht hast, ihn in deine Richtung zu ziehen, statt in seine Richtung zu laufen? Und ich glaube, das ist tatsächlich oft der Grund der Enttäuschung ist, wir erwarten etwas von Gott, was wir uns wie wir uns das Leben ausgemalt haben, während er einen viel besseren Plan hat, der manchmal aber einfach nur ganz anders aussieht, der ganz andere Wege, durch ganz andere Wege führt, wo wir manchmal Dinge nicht einmal verstehen, wo es einfach nur aufs Vertrauen ankommt, wo wir wirklich von ganzem Herzen einfach nur hochschauen müssen und sagen, Gott, ich verstehe es nicht, aber ich vertraue dir. Gott, ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, ob ich dir vertraue, aber ich möchte dir vertrauen. Lehre mich. Und ich glaube, wenn wir das tun, dann werden Enttäuschungen wie die mit dieser Dame wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich nicht mehr vorkommen, weil wir ihn kennen und weil unsere Pläne seinen Plänen angeschlossen sind und nicht wir versucht haben, ihn in Richtung unserer Pläne zu ziehen. Und ich wünsche mir von Herzen, dass wir Gott genauso kennen und dass wir verstehen, dass Gott einfach, Gott ist alles. Gott ist alles, was ich brauche, weil er ist. Ich brauche nichts, was er hat, sondern ich möchte nur ihn in mein Leben und ihn lebendig in mir. Ich möchte diese lebendige Beziehung mit ihm haben, wo ich mit ihm gehe und von ihm lerne. Und Ruhe für meine Seele finde, einfach deshalb, weil ich weiß, wer neben mir steht. Ich weiß, wer für mich ist. Ich weiß, wer dieser Gott ist. Und ich weiß, dass, wie der David hier schreibt, sagt er, der Herr ist mein Hirte, mir wird in meiner Zukunft nichts mangeln, weil ich weiß ganz genau, wer dieser Gott ist. Ich wünsche dir von ganzem Herzen und ich wünsche es uns als Gemeinde Gottes, dass wir nicht nur über Gott Bescheid wissen, dass wir nicht nur über sein Versprechen fürs ewige Leben Bescheid wissen, sondern dass wir Gott genau so kennen, dass wir von ganzem Herzen sagen können, egal was für eine Situation es ist, ob wir jetzt gerade die stillen Wasser brauchen, ob wir Erquickung für unsere Seelen brauchen, ob wir gerade wissen müssen, dass in meiner Zukunft wird mir nichts mangeln, weil gerade die Situation, die momentane Situation gerade unmöglich aussieht. Oder ob ich gerade durch ein Tal gehe, das so finster ist, wie es noch nie in meinem Leben gewesen ist. Oder ich gerade umzingelt bin von Leuten, die mich angreifen, die gegen mich sind. Egal, welche Situation es ist, dass ich einfach weiß, Gott, du bist und du bist der, den ich jetzt gerade gebrauche. Du hast alles, du bist alles, was ich in dieser Phase meines Lebens brauche. Und lass uns Gott kennen. Wenn wir die Bibel aufschlagen, lass uns sie so aufschlagen, dass wir zu Gott sagen, Gott, ich
ich will dich kennen. Herr, lass diese Seiten, die ich gerade lese, lass Offenbarung hervorkommen von dem, wer du bist. Ich möchte, dass diese Beziehung noch viel tiefer geht als das, wie es jetzt gerade ist. Ich wünsche dir Gottes reichen Segen, extrem viele Offenbarungen von dem, wer er für dich ist und von dem, was er für uns am Kreuz erobert hat, wie lebendig er ist und wie stark er ist und wie präsent er ist, dass wir einfach wirklich die Freude in ihm finden, dass sie nicht in dem ist, was momentan gerade abgeht oder momentan gerade nicht abgeht oder was wir von dem, was wir gerade bekommen haben, nicht bekommen haben, wie auch immer, dass unsere Freude an ihm ist und dass wir wirklich einfach die Freude darin finden, ihn so kennen zu dürfen, wie wir es tun. Leute, das ist das größte Geschenk, das wir haben können, ist Gott kennen. Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts, was dem noch hinzugefügt werden kann. Alles andere ist Teil des Lebens, aber es macht es nicht besser oder schlechter, sondern Gott allein ist alles. Und das wünsche ich mir, das wünsche ich mir für uns, dass wir das verstehen, dass Gott, es gibt nichts, was da noch hinzugefügt werden kann oder muss. Gott allein ist der, der kommt und Leben für uns hat und Leben im Überfluss. Ich würde gerne noch mit einem Gebet abschließen und wünsche dir Gottes reichen Segen. Vater, ich danke dir dafür, dass du der bist, der einfach, du bist alles, was wir brauchen. Die Beziehung zu dir ist das, was uns reich macht. Es ist das, was uns frei macht, Herr. Freiheit ist in dir, du bist es, Herr. Leben ist in dir, du bist es, Herr. Und ich wünsche mir und ich bitte dich, Herr, von ganzem Herzen, fülle uns mit deinem Leben. Lass uns dieses Leben im Überfluss nicht nur selber erfahren, sondern auch wirklich erfahrbar machen für alle, die um uns herum sind, Herr. Herr, du allein bist Gott und König. Du bist der Gründer des Lebens, Herr. Und wir möchten einfach Ja sagen zu all dem, was du für uns hast, Herr. Ja sagen zu all dem und für alle Bereiche unseres Lebens. Komm und fülle sie. Fülle sie mit deiner Gegenwart, mit deiner Herrlichkeit, Herr. Sei du präsent in allen Bereichen unseres Lebens. Wir öffnen alle Türen und sagen, Herr, du bist willkommen, so zu wirken, so zu handeln, wie du es möchtest. Wir vertrauen dir von ganzem Herzen. Und Herr, wir lieben dich, wir lieben dich, wir lieben dich und wir sagen Ja zu dir in Jesu Namen. Amen. Ich wünsche dir Gottes reichen Segen, einen genialen Tag und lass uns Gott so kennenlernen, wie er wirklich ist. Amen. Gottes Segen.